Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es war wüst und leer. Dann sprach Gott ein Wort. Sieben Komma fünf Milliarden Menschen sind wir auf dieser Erde. Leben, lieben, lachen. 7,5 Milliarden. Jeder davon einmalig. Mit seiner eigenen unverwechselbaren DNA. Seiner eigenen Geschichte. Und dennoch sind wir alle gleich. Die Sehnsucht danach, etwas Besonderes zu sein. Der verzweifelte Schrei nach Aufmerksamkeit. Und du? Du bist auch nur einer von vielen. 7,5 Milliarden Menschen. Aber Gott sieht genau dich. Du bist der Grund, warum Gott Mensch wurde. Jesus Christus. 100% Mensch. 100% Gott. Jesus kennt dich und liebt dich. Wenn unsere Welt erschüttert wird, ist Gott uns nah. In jeder einzelnen Geschichte, jedem einzelnen Schicksal, bei jedem einzelnen Menschen. Unsere Stärken und Schwächen. Gott kennt sie nicht nur. Er hat etwas damit vor. Er möchte mit dir Geschichte schreiben. Doch keine Geschichte hat die Welt je so verändert wie die von Jesus Christus. Niemand hat je so geliebt wie er. Denn Jesus ist die Liebe selbst. Jesus kam nie, um zu verurteilen, sondern um zu retten. Jesus, der Sohn Gottes, ist gekommen, um uns zu befreien. Er hat das Kreuz und alle Sünden dieser Welt getragen. Er selbst hat den Tod besiegt. Jesus schenkt Leben. Leben in Fülle. Herzlich willkommen zu unserem diesjährigen Online-Karfreitag-Gottesdienst, der dieses Jahr anders abläuft, als du vielleicht gewohnt bist. Das Gute daran ist, dass Ostern in erster Linie an einem Ort stattfindet, der weder an Raum noch Zeit gebunden ist, nämlich in unseren Herzen. Ich glaube, dass Gott dir heute an diesem besonderen Ort ganz neu begegnen möchte und dass er dir einen neuen Blick auf das schenken möchte, was er heute vor ca. 2000 Jahren für uns getan hat. In diesem Hinblick wollen wir heute zusammen das Abendmahl feiern und ich möchte eine Bibelstelle vorlesen, die auf den heutigen Tag extrem gut passt. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab und dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ich lade dich jetzt herzlich ein, in der Lobpreiszeit, die von der Band Ecclesia Worship begleitet wird, und die darauffolgende Predigt von Pastor Johannes Justus mit dem spannenden Thema Die vier Nägel neu inspirieren und neu ermutigen zu lassen. Welche Liebe fließt dort vom Kreuz zu uns, sie macht alles schön, was sie berührt. Welche Hoffnung strömt dort vom leeren Grab zu durchdringt die tiefste Finsternis. Jesus hat die Schuld bezahlt, als er am Kreuz sein Leben gab. Dort hat er für uns den Tod besiegt. So sehr hat Gott die
Welt geliebt. Welche Gnade er duldete, den Spott und Hohn, nahm die Last allein zur Schuld auf sich. Welche Demut er nie drückte sich bis in den Tod, ließ den Himmel für das Kreuz zurück. Jesus hat die Schuld bezahlt, als er am Kreuz sein Leben. Den Tod besiegt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Es ist vollbracht. Am Kreuz hat Liebe triumphiert, das Grab ist leer, wir sind wirklich frei. Du warst, du bist, du bleibst für immer auf dem Thron. Jesus, du regierst. Es ist vollbracht. Am Kreuz hat Liebe triumphiert. Als er am Kreuz sein Leben gab, dort hat er für uns den Tod besiegt,
so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er uns, der Menschheit, den Sieg gebracht. Ich glaube, als die Jünger Jesus am Kreuz gesehen haben, war das für sie alles andere als ein Siegeserlebnis, sondern eigentlich einer der herbsten Niederlagen überhaupt, die sie je erlebt hatten. Sie haben gehofft, dass Jesus ihr Retter ist, dass er ihr Heiland ist. Und plötzlich hängt Jesus am Kreuz. Und ich glaube, dass Jesus ganz bewusst vor dem Tag, bevor er gekreuzigt wurde, dass er ganz bewusst mit den Jüngern das Abendmahl eingeführt hat und das Abendmahl gefeiert hat, um ihnen ein Zeichen zu setzen, dass das Kreuz nicht einfach nur eine Gewalttat oder ein Gewaltakt der Menschheit ist, sondern dass das Kreuz ganz besonders der größte Liebesbeweis Gottes für die Menschheit ist. Und wir als Kirche wollen mit dir jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern, ganz bewusst auch jetzt vor der Predigt, bevor die Predigt kommt, uns einfach nochmal daran erinnern, was Jesus am Kreuz getan hat und was für eine Bedeutung das für mich und auch für dich hat. Und ich möchte dich einladen, Brot bereitzustellen und auch das Wein bereitzustellen und mit uns gemeinsam jetzt auch in den Bibeltext zu lesen, in Matthäus Kapitel 26, die Einführungsworte Jesu für das Abendmahl. Und da heißt es, im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Ja, das wollen wir auch jetzt tun und ganz bewusst auch das Brot nehmen und das Brot brechen. Und ich lade dich ein, dort wo du bist, mit deiner Familie das Brot zu brechen und es zu verteilen an deine Familienmitglieder und gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Wenn du alleine bist, hey, das ist gar kein Problem. Wir als Kirche, wir als Glaubensgeschwister sind geistlich miteinander verbunden und wir wollen einfach wirklich uns bewusst werden, was Jesus für uns getan hat. Und ich möchte einfach nochmal dafür beten. Jesus, ich danke dir. Wir danken dir für das, was du am Kreuz getan hast. Du bist auf diese Erde gekommen, hast einen menschlichen Körper angenommen und hast gespürt all das, was wir als Menschen erleben. Herr, du kennst unsere Ängste, du kennst unsere Sorgen, Herr, du kennst unsere Krankheiten. Du hast all das auf dich genommen, als du Mensch geworden bist. Herr, aber du bist noch einen Schritt weitergegangen und hast dein Leib für uns gegeben, hast dein Leib am Kreuz für uns Menschen geopfert. Und dafür danken wir, Herr. Wir danken dir, dass du uns durch dein Leib gesund und heil machst. Amen. Ich lade dich ein, das Brot jetzt mit mir gemeinsam zu nehmen. Und weiter heißt es dann ab Vers 27, dann nahm er einen Becher mit Wein und sprach ein Dankgebet, gab ihnen den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Genauso wollen wir das jetzt auch mit dem Blut oder mit dem Wein machen, das das Blut Jesus darstellt. Herr, wir danken dir für dein Blut, das du für uns vergossen hast. Herr, du hast es vergossen, damit all unsere Schuld vergeben wird. Herr, dass die Fehler, die wir Menschen auf dieser Erde machen, dass sie ausgetilgt werden und dass wir einfach Freiheit erleben. Und Herr, wir danken dir, dass du dich hingegeben hast und dass du es dir nicht so schade war, dein Leben für uns zu geben. Amen. Und weiter spricht dann Jesus zu seinen Jüngern, ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Und das ist so gewaltig, was Jesus uns hier verspricht, was das Abendmahl uns ausdrückt. Es drückt aus, dass wir eine Ewigkeit haben
die schöner ist als alles, was du dir auf dieser Welt vorstellen kannst, die herrlicher ist als jede Sache dieser Welt. Und dieses Versprechen drückt das Abendmahl mir und dir aus. Das Kreuz, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, verspricht uns ein Leben in der Zukunft. Hey, das ist das Beste, was du dir vorstellen kannst. Wir werden gleich eine Predigt, eine Botschaft von unserem Präses Johannes Justus hören, der nochmal genauer, detaillierter darüber sprechen wird, was Jesus am Kreuz getan hat oder was es genau für mich und für dich bedeutet. Aber davor wollen wir noch gemeinsam ein Lied zusammen singen, in dem es darum geht, mehr von dir, Jesus. Und da möchte ich dich einfach einladen, das Abendmahl, einfach diesen Moment auf dich wirken zu lassen und mit uns gemeinsam dieses Lied zu singen. Staunend steh ich hier.
Eine mir nahestehende Person erzählte mir mal eine Geschichte von dem Einfluss von vier Nägeln. Die Geschichte hat mir so gut gefallen, dass ich sie gerne auf meine Art und Weise darauf eingehen möchte. Aber bevor ich über die Geschichte rede, möchte ich den Bibeltext lesen, wo sie vorkommen, diese vier Nägel. Ich lese gerne aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 15, Verse 16 bis 38, auszugsweise. Da führten sie in den Palast, das sogenannte Prätorium, und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Sie hängten ihm einen purpurroten Umhang um, flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf. Dann salutierten sie und riefen: Sei gegrüßt, der König der Juden. Mit einem Stock schlugen sie Jesus auf den Kopf und spuckten ihn an. Dann knieten sie sich wieder vor ihm hin und huldigten ihm wie einem König. Als sie genug davon hatten, ihn zu verspotten, nahmen sie ihn den Umhang wieder ab, zogen ihm seine eigene Gewänder an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. So brachten sie ihn bis zu der Stelle, die Golgatha heißt, das bedeutet Schädelstätte. So nagelten sie ihn ans Kreuz und verteilten dann seine Kleidung unter sich. Sie losten aus, was jeder bekommen sollte. Es war mitten am Vormittag, als sie ihn kreuzigten. Als Grund für seine Hinrichtung hatten sie ein Schild geschrieben, der König der Juden. Zusammen mit seinem Jesus kreuzigten sie auch zwei Verbrecher, einer rechts und einer links vor ihm. Die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Ha, du wolltest den Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen, rette dich doch selbst und steig vom Kreuz herab. Auch die Hohepriester und Gesetzeslehrer machten sich über ihn lustig. Andere hat er gerettet, riefen sie, sich selbst kann er nicht retten. Der Messias, der König von Israel, möge doch jetzt vom Kreuz herabsteigen. Wenn wir das sehen, werden wir an ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt waren, beschimpften ihn. Und als der Mittag wurde, legte sich eine schwere Finsternis über das ganze Land. Den halben Nachmittag blieb es so. Zuletzt schrie Jesus laut: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und starb. Das war, was wir hier gelesen haben, der Höhepunkt göttlicher Liebe und Gnade an uns Menschen. Niemand sonst, der auf der Welt je geboren worden ist, war so wie Jesus, ohne Fehler, ohne Schuld und ohne Sünde. Er hat so die Menschheit geliebt, dass er die größte Aufgabe und Liebesaktion für uns vollbracht hatte. Das hat Jesus für uns getan. Die Geschichte, die am Golgatha passiert ist, veränderte die ganze Menschheit und den Lauf der Dinge. Nur die Frage ist, warum ist Jesus überhaupt gestorben? Was ich schon gesagt habe, als der einzige Mensch, der schuldlos war, der keine Sünde trug, er ist für uns aufs Kreuz gegangen, um meine und deine Schuld zu tragen. Er war schuldlos. Deshalb, anstatt zu bekommen, was er verdient hat, hat er bekommen, was wir verdient hätten, damit wir das nicht bekommen, was wir verdient haben. Das ist diese Botschaft vom Kreuz. Jesus hang am Kreuz für mich und für dich. Er ist gestorben, damit wir unsere Sünden loswerden. Ich möchte gerne eine Begebenheit erzählen. Im März, kurz vor der Grenzschließung nach Deutschland, waren Irene und ich im Urlaub. Und wir gingen von einem Geschäft vorbei. Und ich habe so einen Impuls bekommen: Geh mal in das Geschäft rein. Aber du weißt bestimmt, solche Momente, ganz bewusst war mir, wenn ich da hinkomme, da ist ein guter Händler, er kann gut verkaufen und er wird bestimmt irgendwas andrehen. Aber der Impuls war so stark, dass ich zu meiner Frau sagte: Liebling, wir sollen mal das Geschäft besuchen. Da gingen wir rein und tatsächlich, er versuchte mir gleich etwas zu verkaufen. Da stellte ich mich vor, wer ich bin, Pastor, und er schaute mich an und sagte: Ich habe satt von allen Religionen. Alle wollen nur eins. Das ist ein Riesengeschäft. Alle wollen nur eins. Alle wollen nur mein Geld. Ich schaute ihn an und sagte: Was bitte?
Ich will von dir gar nichts. Du willst mein Geld. Du willst mir was verkaufen. Ich will von dir gar nichts. Aber doch, ich will was von dir, sage ich zu ihm. Ich will dich im Himmel sehen. Er schaute mich an, verdutzt, sagte, ach, Herr Pastor, wissen Sie, ich glaube an gar nichts mehr. Ich bin Atheist. Alles ist Humbug. Neben ihm stand sein Bruder und sagte, ich bin auch Suchende. Ich bete 5-mal am Tag. Aber ich habe immer noch nicht gefunden, die Antwort nicht gefunden. Und sein Bruder sagte, ja, ich bin eher Gnostiker. Da glaube ich lieber. Ich erwiderte, na ja, das ist doch interessant. Du glaubst wirklich, was Gnostiker erzählen, dass dieser Jesus Christus den Körper nicht angenommen hat, nur Scheinkörper hatte, dass Jesus Christus nicht gekreuzigt worden ist, nicht gestorben ist, sondern scheingestorben ist, dass er nicht auferstanden ist, scheinauferstanden ist. Das bedeutet, dass Jesus Christus nicht richtig gelebt hat. Damit bedeutet für dich und für mich, dass es keine Erlösung und keine Hoffnung gibt. Ist es deine Wahrheit, die du suchst? Und so haben wir 4-mal besucht dieses Geschäft immer wieder. Und klar, das war sehr teure Angelegenheit. Aber schöne Angelegenheit für Irene und für mich. Ein paar Sachen gekauft. Und am letzten Tag habe ich gesagt, Männer, wisst ihr, wir reisen morgen ab. Ich kann viel über Gott reden. Jesus ist erfahrbar. Es ist schön, über ihn zu wissen, aber es ist ja noch besser, ihn zu erleben. So habe ich ein Angebot. Darf ich mit euch einfach kurz beten? Unerwartet kamen sie beide sofort auf mich zugestürmt. Einer zur Linke, einer zur Rechte. So legte ich meine Hände über sie und betete mit ihnen. Und die Zuschauer waren da. Sie schauten das an und sagten, was ist geschehen? Plötzlich streckten sie während des Gebets ihre Hände nach vorne aus, die beiden Männer, die mit Glauben nichts zu tun hatten. Und ihre Gesichter verändert sich. Und da sagte einer der Atheist, schaute mir in die Augen, da ist was geschehen. Ich sage, ja genau, das rede ich. Gott sollen wir erfahren, er ist gekommen für uns, Jesus lebt. Und als ich mit ihnen mit dem Gebet durch war, fragte ich, und Männer, wollen wir das Übergabegebet reden oder sprechen? Und sie beide, ja, sofort. Und so beteten wir Vergebung der Sünden. Und so bekamen sie Vergebung der Sünden. Und sie haben gesagt, uns ist vergeben worden, unser Schuldschein ist zerrissen. Wir sind frei, wir sind ohne Schuld. Und als wir das Geschäft verließen, sie kamen hinterher. Klar bekamen sie Bibel in ihrer Sprache, einen Kontakt zur Gemeinde vor Ort. Und in diesem Moment habe ich gemerkt, welchen Einfluss und Freisetzung das Evangelium für alle Nationen hat. Und diesen Einfluss über diese 4 Nägel möchte ich mit euch teilen. Ich schaue nun jetzt zusammen die ersten beiden Nägel. Also den Fokus auf die Hände Jesu. Die ersten beiden Nägel rufen uns dazu auf, sagen, schaut mal die Hände von Jesus Christus an. Da sind die Hände angenagelt, die Hände der ganzen Welt. Mir ist es so, ob der himmlische Vater nahm den ganzen Dreck, ganzen Schmutz, ganzen Viren und Bakterien der Sünde und ganzen Leid und presste in die Hände seines Sohnes hinein und sagte zu ihm, mein Sohn, trag du den Fluch, die Last und Dreck einer ganzen Welt. Nimm das alles in deine Hände. Und Jesu Hände wurden schmutzig an meine Stelle. Du kennst bestimmt Momente in deinem Leben, wo du manches von deinen Händen am besten abwaschen würdest. Welches Desinfektionsmittel benutzt du? In unserer Zeit jetzt wissen wir, wie wichtig es ist, saubere Hände zu haben. Und wir wissen, was man mit Händen alles macht. Mit Händen werden Gewehre geladen und Menschen umgebracht. Mit Händen werden Menschen zur Sünde verführt und das ungeborene Leben werden auch mit Händen zerstört. Mit Händen werden einige Briefe geschrieben, Mails verfasst, Artikel geschrieben, die am liebsten noch nie geschrieben werden sollten. Und mit Händen werden Dinge getan, die wir am liebsten ungeschehen lassen werden wollen. Jesus ist gekommen und an meine Stelle ist er gestorben, damit
das Geheimnis meiner schmutzigen Hände gereinigt wird. Und das ist das beste Desinfektionsmittel, sein Blut. Er ist gekommen, damit wir frei werden. Sie haben ihre Hände, seine Hände, festgenagelt. Aber meine Hände und deine Hände wurden nicht getroffen. Wir wurden rein, wenn wir Jesus Christus angenommen haben. Das ist die Botschaft. Er hat mich freigesprochen. Und was ist nun jetzt mit unseren Händen? Was machen wir mit diesen Händen? Mit zwei Händen wurde Jesus, mit zwei Nägeln wurde Hände von Jesus festgehalten. Diese Hände haben Tausende von Menschen Essen gegeben, wo nur ganz wenig war. Diese Hände von Jesus, sie haben Kinder gehalten und gesegnet. Nicht verflucht, nicht beschimpft, nicht verführt, sondern gehalten und gesegnet, diese reinen Hände. Diese reinen Hände von Jesus haben Kranken geheilt. Und was ist nun für uns heute? In Hebräer 12, Vers 2 lesen wir, nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechten Seite. Also Jesus ist physisch nicht mehr auf dieser Erde vorhanden. Und wie soll dieser Welt weiter geholfen werden? Durch wessen Hände? Durch unsere Hände. Die Hände der Jünger und unsere Hände haben die Funktion von Händen von Jesus Christus übernommen. So ruft Jesus Christus dich und mich auf. Pack an, an jedem Ort, wo du bist. Werde zu meinen Händen. Geh zu Menschen, die wirklich Not haben und dich brauchen. Werde zu Händen von Jesus. Mich ermutigt und tröstet das immens. Meine Schuld, meine Viren, meine Bakterien, die durch Leben entstanden sind, hat Jesus übernommen und hat mich freigesprochen. Das ist das beste Desinfektionsmittel, was uns das Evangelium anbieten kann. Nun, wir kommen zu dem dritten Nagel. Dieser dritte Nagel fordert uns auf, Fokus auf die Füße von Jesus zu nehmen. Und dieser Nagel verkündet uns, das war mit Jesu Reisedienst vorbei. Wir sind jetzt gefragt. Zur Lebzeit sagte Jesus in Lukas Evangelium, Kapitel 19, Vers 10, der Menschensohn ist ja gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, er sucht dich auch heute noch. Da hat sich nichts verändert, aber er sucht durch uns, die wir Kinder Gottes sind. Nun sind wir gefragt, Füße Jesu zu sein. Was für ein Privileg. Da, wo der Nagel die Füße Jesu festgehalten hat, jetzt sind wir gefragt. Wohin sollen wir gehen? Fragen Menschen, wohin denn? Jesus meint in die ganze Welt. Ach, liebe Freunde, heute ist der Begriff die ganze Welt sehr klein geworden. Die Welt ist zu einem Dorf geworden. Wir haben Verbindung durch Fernseher, wir haben Verbindung durch Internet, durch Social Medien. Ja, wir haben die ganze Welt Verbindung. Die Nachrichten überfluten uns. Und darüber hinaus, mir scheint es ab und zu so, dass die ganze Welt zu uns nach Deutschland kommt. Ich weiß es nicht, ob es je so eine günstige Gelegenheit je gab, das Evangelium an den Menschen zu bringen, damit wir Füße Jesu werden. Jesus forderte seine Jünger auf, sie sollen dahin gehen, wo Menschen wirklich Not haben. Und wozu sollen sie hingehen? Er sagt zu mir und zu dir heute, bring die Hände von Jesus Christus dahin, wo die Not ist. Das heißt, nimm die Hände und geh zu Menschen und hilf ihnen, den Kranken, den Leidenden, die keine Hoffnung, keine Perspektiven haben, und hilf ihnen. Interessante Geschichte hat Billy Graham mal erzählt. Er war in Südafrika, von einer Stadt zu anderen mit Flugzeug, mit ein paar Reporter unterwegs. Und davor hat er versucht, ihnen über Glauben zu erzählen. Aber sie wollten damit gar nichts zu tun haben.
bis sie dann in Turbulenzen kamen und das Flugzeug schleuderte nach links, nach rechts, nach oben, von unten. Und als sie dann landete, kam da ein Reporter zu ihm und sagte, was haben Sie dann vom ewigen Leben erzählt? Können Sie das bitte wiederholen? Liebe Freunde, wenn die Situation des Lebens sich ändert, werden Menschen wieder bereit, die Botschaft anzunehmen. Und genau so in unserer Zeit. Die Situationen ändern sich täglich. Und die Menschen sind aufnahmebereit, das Evangelium zu hören. Geh dahin, wo Menschen hören wollen. Sei mutig, entschlossen, zu Menschen zu gehen und ihnen der Lösung anzubieten, die Jesus uns gegeben hat. Nun schauen wir uns jetzt den vierten Nagel an. Das waren jetzt die drei Nägel und jetzt kommen wir zum vierten Nagel. Fokus auf die Hinweistafel. Wir lasen in unserem Text, dass über den Kopf über Jesus Christus war eine Tafel angebracht, der König der Juden. Das ist fast ein Hohn gewesen. Er wollte ihn ausspotten, die Juden, Jesus ausspotten, der Pilatus. Und was er als Hohn war, sagte, wurde zur Wahrheit. Jesus ist wirklich der König der Juden. Und in damaliger Zeit waren Menschen aus anderen Völkern dabei. Und an anderer Stelle lesen wir, dass über dem Kopf Jesu auf diesem Hinweistafel stand, in Griechisch, Hebräisch und Latein geschrieben, dass Jesus der König der Juden ist. So konnte jeder, der da war, auch verstehen, was da stand. Und Pilatus hatte recht. Jesus ist nicht nur ein König, er ist der König der Könige und Herr aller Herren. Und vor ihm werden alle Knie sich beugen. Er kam zu uns auf diese Erde, schuldlos. Gott wurde Mensch und kam zu uns, damit wir an diesem Karfreitag erleben, was das bedeutet, Erlösung zu bekommen und Verbindung zum Herrn zu bekommen. Er wollte nur eins, unsere Wiederherstellung, dass wir das Erbe, was Gott für uns vorbereitet hat, bekommen können. Nun sind wir an der Reihe, diesen König der Könige mit unserem Mund, mit unserem Leben zu bekennen, zu proklamieren. An jedem Ort, wo wir sind, sollen Menschen hören und an mir und ab dir ablesen, dass Jesus mein und dein König ist. Jesus ist mein König nicht nur am Sonntag, den ich empfange, erlebe und proklamiere. Jesus Christus ist mein König am Montag und am Dienstag. Und wenn ich zu Hause bin oder auf der Arbeit bin, sage ich, Jesus ist mein König auch am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag und am Samstag. Er umgibt mich jeden Tag, wo ich bin und er verlässt mich nie. Diese vier Nägel haben für immer die Art und Weise verändert, wie Jesus durch uns Menschen wirksam ist. So wir sind ab da die Botschafter Christi an jedem Ort. Wir sind seine Hände, wir sind seine Füße. Und diejenigen, die die Botschaft von Kreuz tragen, verkündigen, dass Jesus mein Erlöser ist, dass Jesus mein König ist. Und ein kurzes Beispiel. Ich brauchte in meinem Leben Zeit zu lernen, dass Jesus der König ist, auch in meiner Familie ist, in meinem Verhalten ist, in meinem Denken ist. Es ist schön, Hände Hilfestellungen geben, Hände zu haben, die Menschen helfen. Es ist schön, zu gehen zu Menschen. Und wie schön, das auch das zu tun, mit dem Mund bekennen und mit dem Leben auszustrahlen. So, nun sind wir Jesu Hände, wir sind Jesu Füße und Jesu Hinweistafel. An jedem Ort, wo wir sind, werden Menschen erkennen, dass Jesus der König, ist und der Herr aller Herren ist. An einer anderen Stelle erzählte ich mal diese Geschichte. Als ich mal in St. Petersburg war, fragte mich ein Reporter, Pastor Justus, was ist für Sie das größte Wunder Ihres Lebens? Ich sagte zu ihm,
Ja, das gibt zwei Dinge. Das wichtigste Wunder ist, hat Jesus für mich vollbracht. Er hat mich erlöst, er hat meine Sünden vergeben. Die Vergangenheit ist nicht mehr existent. Er hat alles, ganzen Dreck, ganzen Viren, ganzen Bakterien beseitigt. Ich bin frei. Und wie schön, wenn ich das morgens aufstehe und sage, ach, ich muss nicht in Vergangenheit gefangen werden. Meine Vergangenheit existiert nicht mehr. Jesus hat sie für mich ans Kreuz getragen. Und er meinte, und was ist das Zweite? Also das Zweite ist für mich, es ist schon schwieriger. Ja, was denn? Das ist Veränderung meines egozentrischen Charakters. Um ein Hinweisschild Jesu zu werden, Jesus verändert mich auch von innen. Nicht nur von außen, sondern von innen mein Herz, meine Gedanken, meine Möglichkeiten. Und so an dieser Stelle lade ich Sie und dich dazu ein, Jesu Hände zu sein. Das anzunehmen, wenn es nötig ist, auch Buße zu tun. Ich lade dich und mich dazu ein, Füße Jesu zu sein. Ich lade dich und mich dazu ein, ein Hinweisschild zu sein, dass Jesus nicht nur der König ist der Juden, sondern König der Könige und Herr aller Herren ist, der für dich und für mich auf diese Erde gekommen ist, um uns frei nicht nur zu sprechen, sondern frei zu waschen, sauber zu waschen. Das ist die Botschaft von Kreuz. Und was ist nun, wenn ich mich aber anders fühle? Mir gefällt die Aussage von Dietrich Bonhoeffer. Diese Zusammenfassung möchte ich gerne hier vorlesen. Er sagte, in mir ist das finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. So ist Jesus Christus gekommen. Und das ist das Geheimnis dieser vier Nägel. Ich würde gerne kurz beten. Da, wo du bist, jetzt hast du die Möglichkeit, Jesus Christus als Erlöser anzunehmen. Genauso wie diese Männer, von denen ich erzählt habe. Die keine Hoffnung hatten, suchten irgendwo irgendwas, aber die Hoffnung ist da. Wenn wir uns vor dem Herrn im Gebetsversammeln und sagen, Jesus Christus, ich brauche dich. Er ist genauso heute noch erfahrbar und erlebbar. Jesus lebt. Und so bete ich gerne für dich an dem Ort, wo du bist. Jesus Christus, ich segne jeden Zuschauer und Zuhörer jetzt an der Stelle, wo er ist, dass dein Werk der Erlösung sichtbar wird in seinem Leben. So segne ich sie, mein Gott, dass ihre Seelen gesund werden, dass dein Blut sie reinigt. Und wenn sie krank sind, dass sie gesund werden in Jesu Namen. Danke, allmächtiger Gott, dass die Menschen sich jetzt dir zuwenden, in voller Hoffnung und voller Perspektive. Lieber Freund, lieber Zuschauer, Jesus Christus ist vom Himmel zu uns auf diese Erde gekommen. Er reichtet die Hand dir und bittet die Erlösung an. Und diejenigen, die Jesus kennen, werden selbst das. An Jesus statt, geh dahin. Die Welt braucht dich und mich. Seid gesegnet. Ich hoffe, euch hat der Gottesdienst gefallen und du wurdest bestärkt und ermutigt durch Gottes Wort. Am Ostersonntag dürfen wir gespannt sein auf eine weitere Predigt von Johannes Justus mit dem Thema zwischen Sorge und Hoffnung. Vielen herzlichen Dank nochmal an alle Beteiligten, die diesen Gottesdienst mitgestaltet und unterstützt haben. Ich wünsche euch ein gesegnetes Osterfest und die befreiende Kraft der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus.